Das sieht aus, als wenn hier mal jemand langgezogen wurde. Mal gucken, wo uns die Spur hinführt. Na, wer kannte das Haus gerade noch? Ich hoffe, man hört mich gut. Ich hoffe, man sieht mich auch gut. Ich blende mir gerade so komplett in die Fresse, dass ich nur schwarz sehe. Deswegen dachte ich mir, nehme ich das mal auf, bevor es hier gleich in die Action geht. Ich nehme das Video heute mal ausschließlich mit dem DJI Osmo Pocket auf. Hab mir das besorgt für, ja, Videodrehs, wo ich mal beide Hände frei haben muss, wo ich jetzt nicht unbedingt mit dem 5 Kilogramm Equipment rumlaufen muss und so weiter oder will oder kann. Deswegen bin ich mal gespannt, was das heute so leistet. Ich bin mal wieder nachts in der altbekannten Geisterstadt unterwegs. Dachte, das bietet sich ganz gut an, um hier das mal zu testen, ob das was taugt. Und habe da mir zwei neue Häuser rausgesucht, die ich noch bisher noch nicht gefilmt habe. Da werde ich jetzt gleich mal hintraben. Und ich nehme euch heute mal mit dem, wie gesagt, Osmo Pocket mit. Das Coole ist, ich muss hier nur dreimal auf den Knopf klicken und dann dreht sich die Kamera zu mir in den Selfie-Modus. Und wenn ich es wieder klicke, dreht sich es wieder nach vorne. So kann ich öfter mal Ansagen machen. Ja, ich würde sagen, let's go. So, dieses Haus hier, das ist ja echt, kann man schon fast sagen, mein altes Kryptonit. Hier wollte ich, glaube ich, schon dreimal rein und habe es nicht geschafft. Habe es dreimal nicht geschafft, reinzukommen. Irgendwann wird der Tag kommen, aber nicht heute. Oder Holy Macaroni. Ich bin echt gespannt, wie viel man am Ende hier sieht. Ich habe hier gerade so ein 1x1 cm großes Display vor mir. Das ist relativ dunkel. Ich hoffe, man sieht im Endeffekt auf dem großen Bildschirm mehr, als ich gerade auf meinem kleinen Display sehe. So, hier haben wir nämlich schon das erste Objekt. Oh, shit. Nummer 689A. Ein altes, verlassenes, wahrscheinlich Russenhaus. Was haben wir hier? Boah, das hat sich ganz strange angehört. Hier ist nichts mehr. Dann machen wir mal Luki Luki. Tür stand offen. Alles in Ordnung. Also ich muss sagen, auf dem kleinen Display sieht das alles gar nicht so schlecht aus. Ich hoffe echt, die Aufnahmen werden was, sonst wäre das hier alles voll alles für die Katz gerade. Keller. Zugemauert. Anscheinend der Hintereingang. Hier geht's nicht weiter. Ich trage eigentlich gerade eine Mütze, aber die Mütze, die deckt die Ohren ab. Und wie ich ja des Öfteren schon gesagt hatte, sind die Ohren ein sehr, sehr wichtiges Sinnesorgan nachts in Lost Places. Deswegen kann ich es mir nicht erlauben,
dass meine Ohren verdeckt sind. Deswegen sehe ich gerade aus wie so ein richtiger Idiot. Warte, ich zeig's euch mal kurz. Ja, ich sehe, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich sehe aus wie so eine Mischung aus so einem Weihnachtsgoblin. Nee, die heißen nicht Goblins, wie heißen die nochmal? Diese kleinen Weihnachtselfen? Sagt man Elfen? In Elfen? Ach, keine Ahnung, Alter. Oder einem Panzerknacker. Ja, aber ich muss halt was hören, deswegen muss ich die so behindert hochziehen. Und jetzt geht's weiter. Auch nur raus. Boah, Alter, der Boden knackt hier todes. Ich guck mal, ob ihr das hört. Ja, man hört es gerade nicht mehr. Aber ich will es jetzt auch nicht provozieren. Muss ja nicht sein. Alte Frage. Erst hoch oder erst runter? Warum geht es hier denn nirgendwo in den Keller? Oh, hier kommt ein richtiger Windzug raus. Das bedeutet, dass der Keller komplett zugemacht ist wahrscheinlich. Oder noch eine andere Öffnung hat, dass der Windzug so entsteht. Auf jeden Fall scheint er relativ zugemacht zu sein. Fette Tresor. Der ist zu. Aber irgendwie sieht es aus, als wenn sie schon mal versucht haben, den aufzumachen. Wer weiß, was da noch drin ist. Oha. Okay. Das sieht aus, als wenn hier mal jemand langgezogen wurde. Gucken, wo uns die Spur hinführt. Nichts. Das würde ich mal Dachboden nennen. Sieht man überhaupt alles?
Geister. Oh, seht ihr auch die Geister, die gerade vor der Linse rumfliegen, Alter? Oh mein Gott. Ich habe so Angst. Ich stelle mir gerade so vor, wenn mich jemand von draußen sieht. Ach mein Gott, sieht das behindert aus. So. Wenn mich jemand von draußen sieht, oder sagen wir so, wenn jemand von draußen sieht, wie hier drin jemand nachts um fucking 3:30 in einer Geisterstadt, in einer ehemaligen sowjetischen fucking motherfucking Geisterstadt mit einer Taschenlampe im in einem Geisterhaus rumrennt oder in einem verlassenen Haus, der muss auch echt denken, what the fuck macht der Typ da drin? Der hat doch einen ganz schweren Schaden. Ich weiß auch nicht. Also, ich scheine hier gerade fröhlich zu sein, aber ihr könnt mir glauben, das ist nicht schön. Es ist nach wie vor einfach nicht schön, nachts in ein Lost Place alleine zu gehen. Man gewöhnt sich auch nicht dran. Also die Furcht nimmt ab, ja. Aber das Gefühl, also die Furcht nimmt ab, aber es bleibt nach wie vor ein unangenehmes Gefühl. Wovor man Angst hat oder warum es unangenehm ist, kann man gar nicht so genau definieren. Es ist einfach die Atmosphäre. Gehört Gespenster im Prinzip. Man hat die Angst, man sieht es jetzt wahrscheinlich gerade gar nicht, dass hinter mir da einfach eine schwarze Gestalt um die Ecke gerannt kommt, auf mich zu und will mich umbringen. Ich denke, ja, what the fuck, warum? Warum sollte das irgendeine schwarze Gestalt wollen? Und warum so, warum hier und warum ich? Und klar, es ist unrealistisch, aber dein fucking Gehirn spielt dir diese Streiche. Irgendwelche Psychopathen hier nachts chillen. Guck, ganz hier, die ukrainischen Maniacs. 3 Guys, 1 Hammer. Was ist denn, wenn die hier nachts chillen und um die Ecke gerannt kommen? Klar, die Furcht nimmt ab. Ich war ja im Sommer in einem sehr nahegelegenen Haus von hier, wo ich dann meinte, dass ich das nie wieder mache und dass es mir mega schlecht geht. Dieser Grad an Unangenehmheit ist definitiv nicht mehr da. Es geht mir den Umsprechenden sprechend eigentlich ganz gut. Aber es fühlt sich nicht gut an. Man hat die Paranoia, was ist, wenn der Wachschutz hier gleich kommt? Was ist, wenn hier irgendein irrer Jäger gleich kommt? Was ist, wenn hier gleich irgendein Psychopath um die Ecke kommt? Was ist, wenn der Wolfsrudel umkommt? Was ist, wenn ich plötzlich Blaulichter hinten sehe und die Bullen wurden gerufen? Das sind alles Gedanken, die das sehr, sehr unangenehm hier gestalten. Das wollte ich nur mal loswerden. Okay, ich hoffe, das war jetzt ein LKW, der da vorbeigefahren ist. Ja, oder was ist, wenn hier irgendwelche Obdachlosen chillen? Also, no hate gegen Obdachlose, das kam wohl in einem der letzten Videos ein bisschen falsch an. Ich habe nichts gegen Obdachlose und ich denke auch nicht, dass jeder Obdachlose ein kranker Psychopath ist, der mich abstechen will. Nein, dieser Obdachlose kann theoretisch auch ein Psychopath sein, so wie jeder andere Mensch. Das wollte ich damit nur gesagt haben. Und das ist so, ein Obdachloser kann auch hier in dem Haus chillen. Das heißt natürlich nicht, dass der mir direkt was Böses will. Aber ich bin ein potenzieller Eindringling für ihn in seiner Welt.
Auch wenn Erde genau das gleiche Recht hat, wie ich hier zu sein. Nämlich gar keins. Gut, lassen wir das. Ich würde sagen, ich gehe jetzt hier aus dem Haus raus. Ich habe hier eigentlich in der Nähe noch eins. Aber mir reicht das jetzt hier eigentlich schon. Also ich müsste jetzt wieder 10 Minuten durch Büsche nachts stolpern und hätte dann ein ähnliches Objekt noch, obwohl das hier doch ein bisschen interessanter ist. Es ist klar, es ist entkernt, es ist alt, es ist russisch. Man sieht hier nicht mehr viel, aber ich finde einfach dieser Flair hier nachts, das ist ja typisch für Unknown Worlds. Und ich finde, das war wieder eine ziemlich gruselige Episode. Das zweite Haus werde ich jetzt nicht mehr mitnehmen. Vielleicht kommt es irgendwann mal, wenn ich nochmal hier bin. Ich würde sagen, ja, eigentlich kommt das Outro immer erst im Auto. Aber jetzt hier mit dem Osmo Pocket, das bietet sich ja mega gut an. 3 Klicks auf den Knopf und ich bin hier im Selfie-Modus und sehe mich dabei auch noch selber. Besser geht's ja gar nicht. Deswegen mache ich jetzt einfach hier die Outro. Das war ja im Prinzip gerade schon die Outro. Ich bin gespannt, was für Bilder entstehen durch das Osmo Pocket. Ob das überhaupt verwendbar ist. Ich hoffe es. Die kleine Minikamera da oben drauf hat eine Blende von 2.0, also müsste relativ Lowlight empfindlich sein. Gucken wir uns mal an zu Hause. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war mal wieder eine gruselige Episode. Nachts hier irgendwo in einer sowjetischen Geisterstadt. Mitten in einem, ja, ich würde sagen, es war ein Offiziershaus oder so. Sieht ja relativ gehoben aus. Noch nichts eingebrochen, die ganzen Wände stehen noch. Tja, kann man nicht meckern. Auf jeden Fall, das müsste jetzt das letzte Video vor Weihnachten sein. Ich wünsche allen eine frohe Weihnacht. Ja, ich stehe hier in einem fucking Lost Place nachts und fange an, Weihnachtswünsche zu verteilen. Ey, glaubt mir auch keiner. Ja, frohe Weihnachten. Einen guten Rutsch muss ich noch nicht wünschen. Wir werden uns vorher definitiv noch ein paar Mal sehen. Das nächste Video wird, denke ich mal, schon Mittwoch kommen und dann wieder Samstag. Und ab nächsten Jahr wird es dann sowieso hoch hergehen. Ich werde auch im nächsten Infovideo viel über das 50K-Special sagen. Das wird nämlich ab nächsten Jahr dann sehr relevant werden. Und ich habe jetzt genug gequatscht, würde ich sagen. Ich gehe jetzt schnurstracks zurück zum Auto. Wünsche euch noch viel Spaß und bis zum nächsten Video.